Josen Matrosen, euer Ree hier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Gefährliches Halbwissen, die dritte. Das Format, in dem ich mit euch ein bisschen schnecke, ihr mir Fragen stellt und ich antworte alles in Sachen Gaming, Musik, Filme, Nerdkultur, ne? Einfach in die Kommentare mit den Fragen und ich schaue, wie viel ich davon abarbeiten kann. Die ich nicht schaffe, dranbleiben. Versucht's nochmal. Und seid ruhig kreativ mit den Fragen, ne? Gut, bevor wir anfangen aber, Dankeschön an die nächsten zwei Kanalmitglieder, und zwar dem Kai Enderle und Roadblockers Gaming. Der hat einen coolen Kanal, schaut da übrigens mal rein. Vielen, vielen Dank an die beiden, die zwei neuesten Kanalmitglieder. Dankeschön. Gut, mit einem Kanalmitglied, beziehungsweise mit zwei Kanalmitgliedern fangen wir übrigens auch an. Gleich auch mit dem Herrn Enderle. Den kenne ich übrigens auch von den Börsen überwiegend in Heidelberg. Sehr, sehr netter junger Mann. Er fragt, Hi Ree, eine Frage. Was würdest du gerne nochmal zum ersten Mal wiederholen? Konzert, Videospiel oder Urlaub? Zum ersten Mal wiederholen. Boah. Puh. Das ist eine sehr gute Frage. Ach ja, irgendeiner von euch hat in die Kommis reingeschrieben, Ree, schau dir doch die Fragen vorher an und bereite dich so ein bisschen drauf vor. Nee, das will ich eben nicht machen. Deswegen heißt dieses Format auch Gefährliches Halbwissen, weil, ne, wo wäre denn da der Spaß? So, zurück zur Antwort. Okay, ich mach's mal kurz. Wenn es um ein Konzert geht, ich war mal bei einem Metallica-Konzert als kleiner Bub. Das war cool, das würde ich gerne nochmal zum ersten Mal erleben. Videospiel, Skyrim, Urlaub. So viel Urlaube habe ich gar nicht hinter mir. Ich war ein paar Mal in Amerika, Griechenland war ich mal, Italien, Spanien, genau. Griechenland war cool. Da war ich mit meiner Mama und so. Da waren wir in Griechenland. Da habe ich übrigens noch ein Video von. Also ich habe ein ganzes Urlaubsvideo und da sieht man mich, wie ich Gameboy spiele. Das war auch, ist auch ziemlich cool, sowas noch zu haben im Archiv, ne? Dankeschön, Kai, für deine Frage. Noch ein Mitglied, und zwar der Marc, der Napalus. Also ich fand schon zum Release die Grafik von, nee, warte mal, das war nicht seine Frage. Oh, mein Freund, hier haben wir die Frage, sorry. Aber er hat eben gesagt, er fand auch zu Release die Grafik von Callisto Protocol besser als die von Dead Space. Vom Remake. Seine Frage, welcher Kinderfilm ist deiner Meinung nach nichts für Kinder? Also, ist Bambi nicht ziemlich hart, so mit der Mutter? Ne, wenn die stirbt, ist das nicht eine ziemlich harte Szene? Für ein Kind so? Weiß nicht, ansonsten, ist zwar jetzt kein Kinderfilm, aber wenn man so das Cover sieht, könnte man vielleicht meinen, ist es einer und zeigt seinen Kindern Meet the Feebles, ja, von Peter Jackson, Herr der Ringe und so, ne? Oder früher gab's Happy Tree Friends, vielleicht kann sich noch jemand an Happy Tree Friends erinnern, ist auch so ein Kandidat auf jeden Fall. So, Dankeschön Marc und Dankeschön Kai für eure Fragen. So, los geht's mit Griswold Gutsoup 1816. Wenn du ein Video von einer Situation aus deinem Leben haben könntest, welche Situation würdest du wählen? Ich hatte mal ein Video und dazu kommt später noch eine andere Frage dazu, glaube ich, wenn wir sie schaffen. Ich lese mir die Comments schon mal durch im Vorfeld, aber bereite mich nicht so darauf vor. Wenn du von einer Situation aus deinem Leben ein Video haben könntest. Es gab mal ein, weil ich früher ja skaten war, Inline-Skaten, es gab mal ein Video, ne? Ich hab damals schon Videos gedreht mit 15, 16 Jahren. Ich hatte nur einen Camcorder, das war halt die Zeit, da gab es keine Handys aber ich hatte einen Camcorder mit Tape. Und ich hab's irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie ich es gemacht habe,
Ich habe zwar nicht geschnitten, ne? Ich habe so Szene nach Szene nach Szene nach Szene und halt so gelassen, wie es ist, aber ich habe dann irgendwie im Nachhinein Musik drüber gespielt und Soundeffekte. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Irgendwie, ich weiß es nicht mehr. Irgendwie zusammen in Verbindung mit dem Videospiel-Recorder, mit dem VHS-Player, irgendwie sowas. Und dieses Video ist leider verschollen. Gab nur eine Kopie, die ist weg. Da war auch mein verstorbener Cousin drauf. Die ist weg. Das Teil hätte ich so gern wieder gehabt. Oh, leider. Gut, Dankeschön für deine Frage. Tony Goku, Mahlzeit Re, mein Big Bro. Echt einige interessante Fragen, vor allem über das gute alte WWF, WWE. Nice. Also ich habe eine Filmfrage für dich. Welcher Comedy-Schauspieler ist dein persönlicher Liebling und vor allem wieso? Seiner ist safe Jim Carrey. Allein die Maske immer noch Kult. Ich habe noch nie die Maske gesehen, muss ich ehrlich zugeben. Ja, Jim Carrey ist definitiv mit dabei so. Wen ich gerne in Comedies mag, der aber jetzt kein klassischer Comedy-Schauspieler ist, ist Robert De Niro. Ja, weil man merkt richtig, dass er sich eigentlich, er spielt eigentlich nur sich selbst. So, es ist, ich sehe immer Robert De Niro, selbst wenn er Comedy-Rollen spielt, ja. Wie heißt es auf Deutsch? Nicht verurteilen. Analyze this, analyze that. Ah, ich weiß nicht mehr, wie die auf Deutsch heißen, die Filme. Oder mit Ben Stiller, meine Frau, ihr Vater und ich und so weiter und so fort. Ja. Und Robert De Niro in solchen Rollen ist immer lustig zu sehen. Ich gönne mir mal einen Schluck. Übrigens, wer das Unboxing-Video vom Frotzler gesehen hat, das war da drin. Blueberry Pomegranate? What the fuck ist Pomegranate? Naja. Das Zeug hier, das schmeckt 1:1 wie Welsh's. Kennt ihr Welsh's? Welsh's Grape Drink? Wahnsinn. Mm. Ich schwör's euch, das ist original Welsh's. Voll geklaut. So, weiter geht's. Dann haben wir den Bake Sauerkraut 8571. Moin Re. Hotdog oder Burger? Burger. Oh, er hat ganz viele Fragen. Wie gesagt, wenn es geht, nur eine Frage, weil sonst ist es unfair den anderen gegenüber. Also muss ich leider die anderen jetzt überspringen, aber er hat 7 Fragen gestellt. Hotdog oder Burger? Definitiv Burger. Cortana, das ist keine Frage. Hi Re, schaue deine Videos wirklich sehr gerne und bleibe dir auch weiterhin treu. Dankeschön. Du spielst trotz moderner Technik immer noch gerne auf der Switch. Das finde ich toll. Wenn du aktuell auf der Suche nach etwas Neuem sein solltest, dann kann ich dir definitiv Cult of the Lamb und Blue Fire empfehlen. Star Ocean 2 Remake ist ebenfalls ziemlich geil. Cult of the Lamb habe ich so ein bisschen auf dem Schirm. Ist das nicht so eine Art Overhead? Hack and Slay will ich es nicht nennen, aber sowas in der Art. Naja, Dankeschön für deine Frage. Dann geht es weiter mit Falkenhaus 85. Nee, ich habe aus Versehen was übersprungen. 16-Bit-Mike 50. Erstmal vielen Dank für deinen Content. Ich schaue deine Videos seit fast 5 Jahren und bin immer wieder beeindruckt, mit wie viel Herz du das alles machst. Meine Frage, wie stehst du zum Cannabis-Gesetz? Cannabis wird ja ab dem 1. April scheinbar, wird da was legalisiert. Ich sag mal so, soll jeder machen, wie er will, solange es niemandem wehtut. Und ich habe ehrlich gesagt keine große Meinung dazu. Es wird sich dann rausstellen, wenn das soweit ist. Und dann wird man sehen, ob, wie, was und warum und überhaupt. Aber wie gesagt, solange soll jeder machen, was er will, solange es niemandem wehtut. So, meine Philosophie des Lebens, sage ich mal. Falkenhaus, aber wenigstens eine Ex-Liste muss sein, Re. Ohne Auflistung ist immer die Gefahr da, dass du etwas doppelt kaufst. Hat er recht, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe, wenn ich auf Börsen bin oder so, und ich bin mir nicht sicher, dauert zwar ein paar Sekunden länger, aber dann gehe ich schnell ans Handy, mache meine aktuelle Roomtour und dann sehe ich schon, und es passiert mir einmal im Jahr vielleicht in den letzten 9 Jahren, dass ich mir irgendwas doppelt kaufe. Also irgendwie ist schon viel da oben drin, auch wenn man es nicht denken mag. Mir. Dennis 9182.
deine Top 5 Schmaps, die aktuell noch zu bekommen bzw. bezahlbar sind auf Datenträger, vorzugsweise Switch. Boah, da sind so viele. Ich weiß nicht, ich muss mal überlegen. Also Steridan auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, inwiefern das noch günstig ist, weil das war, ja gut, online, digital ist es auf jeden Fall günstig. Denke ich mal, Steridan mit ganz oben. Da sieht man mal, das ist mir sofort in den Kopf geschossen, weil ich es so geil finde. Ah, das andere, wie heißt das nochmal? Das war auch so geil. Es hatte so einen cyberpunkischen Soundtrack. Oh mein Gott. Belassen wir es mal bei Steridan. Ich kann dir jetzt keine 5 aktuellen aufschreiben, weil die sind für mich sind alle geil. So, also alle, eigentlich so zu 95% aller meiner Schmaps sind für mich spielbar und gut und sind nicht umsonst in der Sammlung. Aber ja, Steridan definitiv mit ganz oben. Der Kuhn. Hey Ree, ein ausführliches Video zum Evercade wäre nice. Meine Frage wäre, gab es mal einen Deal, den du bis heute bereust? Egal, ob du was verkauft oder etwas nicht gekauft hast. Grüße Julian. Tatsächlich wird es am Wochenende, beziehungsweise am Sonntag, weil ich habe ziemlich viel zu tun, das ganze Osterwochenende-Ding über. Und zwar, es wird ein Evercade-Video geben. Ich gehe ein bisschen auf das Gerät selber drauf ein und auf die 3 Collections, die ich habe. Und da sind ja ungefähr, das sind ja circa 26 Spiele. Die muss ich alle noch mal anzocken und capturen, damit ich über alles so ein bisschen was erzählen kann. Also Sonntag, Evercade-Video, auf jeden Fall. Der Onizuka, hat der noch eine Frage? Mich würde es gerne mal interessieren, wie ein normaler Tag bei dir aussieht, also routinemäßig und wie du das alles unter einen Hut bekommst. Videos drehen, Börse besuchen, zocken und so weiter. Also da ist diese Woche jetzt, es ist zwar ein bisschen mehr los als sonst, aber es kann ich mal durchgehen. Also Montag bis Freitag, klar, aufstehen, arbeiten, heimkommen, duschen, ein bisschen chillen auf der Couch, Essen machen, schlafen, repeat. Mit dem Lenny nochmal rausgehen auf jeden Fall. Dann donnerstags, jetzt ist immer donnerstags gefährliches Halbwissen-Time, ne? Also dieses Format. Dann ist normalerweise freitags so, dass ich freitags schon mal vorbereite auf mein Samstag-Video, sprich Games capturen, anzocken etc. pipapo. Samstags dann Video aufnehmen, schneiden, hochladen. Und sonntags ist dann mal so ein bisschen so ein Chill-Tag für mich und so ein Glück mit meiner Freundin, die ist da sehr, 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 sehr tolerant, was das Ganze angeht. Da habe ich wirklich Glück, wirklich Glück. Und dieses lange Wochenende jetzt, also ne, wir haben jetzt heute Donnerstag, sitze ich an diesem Video. Danach fange ich schon mal an, für mein Evercade-Video zu capturen. Wie gesagt, es sind 26 Spiele. Sollte ich, denke ich, bis morgen Abend irgendwann so, ich mache ja nicht durchgehend, ich mache dann immer wieder eine kleine Pause oder so. Morgen dürften die Games drin sein, aber mal schauen, wie das Wetter ist, dass morgen was mit Freundin und Hund mache oder so. Samstag drehen wir ab 9 Uhr in der Früh ein Musikvideo. Genau. Und Sonntag werde ich dann das Evercade-Video aufnehmen, schneiden, hochladen, ne? Dauert wie immer ein paar Stunden sowas. Und dann habe ich Sonntag abends und Montag noch ein bisschen Zeit zu chillen. So habe ich mir das Ganze vorgestellt. Also so sieht eine normale Woche bei mir aus. So, ne? Dankeschön, mein Freund, für die Frage. Herr Nerd, grüß dich. Mein letzter Podcast-Gast. Gibt es ein Game, welches allgemein als schlecht bewertet wird, du aber super findest? Und wenn ja, wieso magst du es? Oh, fällt mir jetzt auf die Schnelle nichts ein, ehrlich gesagt. Ansonsten, Callisto-Protokoll. Ansonsten, haben dich Videospiele in deiner Kindheit immer begleitet oder gab es mal eine Zeit, in der du gar nicht gezockt hast? Also gar nicht gezockt habe ich nie, aber so ist, ja, wurde halt in der Jugend ein bisschen weniger, ne? Weil ich glaube, das hat er auch im Podcast auch so erzählt, ne? Da gab es halt eine Zeit, da fing's mich viel mehr, da war ich viel draußen, viel Sport, viel mit Freunden unterwegs.
Und dann kam die Zeit, wo man auf Partys ging und Mädels und so Sachen halt, ne? Genau. So, Seen So Live? Alter. Bin so gar kein Wrestling-Fan, aber wenn ich mir WWF Warzone auf dem N64 richtig Spaß gemacht hat und das Ganze ein großes Thema in den 90ern war, dennoch hätte mich schon noch interessiert, ob du heute noch solche Veranstaltungen der WWE besuchst. Hättest du ja noch so einwerfen können. Ich gehe ja auch mal davon aus, dass du nicht beantworten möchtest, was du beruflich machst. Dass aber Retroplays dich macht, höre ich zum ersten Mal. Alter, ganz schön ausführlich hier, der Kollege. Zu seiner Frage aber, ja, wenn es jetzt so in der Nähe wäre, so ein Event, und Karten mir in den Schoß fallen würde, sage ich mal, dann würde ich schon hingehen. Aber ich glaube nicht, dass ich das selbst bezahlen, also auf eigene Faust, so. Dafür interessieren mich zu wenig der aktuellen Storylines und so. Ja. Burst Evo Productions, wie gehst du mit Feature-Anfragen um? Was meinst du mit Feature-Anfragen? Inwiefern Musik oder Gaming? Vielleicht stellst du die Frage nochmal ausführlicher, mein Freund. Jotennis, da du ja trashige Kung-Fu-Filme und Hip-Hop magst, empfehle ich dir Beat-Produzent Mr. Backside. Aha, er macht Beats im Oldschool-Stil und verwendet von besagten Filmen immer Ausschnitte. Okay, also hat sich von Wu-Tang inspirieren lassen, nehme ich mal an. Cool. GM85X, wie denkst du über ECW und was hältst du von deren ehemaligen Wrestlern Steve Corigno, Mike Awesome und Rob Van Dam? Habe ich nicht sehr viel verfolgt damals. Ich fand die, aber was ich so auf YouTube gesehen habe, in Fern von Entrance vom Sandman mit dem Sandman, Enter Sandman von Metallica, das ist mega geil, wie die Fans da das mitsingen, wenn er reinkommt und so brutal. Und Steve Austin hat definitiv das Gimmick ein bisschen abgekupfert hier mit dem Bier trinken und so weiter und so fort, ne? Definitiv. Steve Corino sagt mir jetzt nichts. Mike Awesome sagt mir was, aber bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo ich ihn zuordnen soll. Und ja, Rob Van Dam, den habe ich immer so ein bisschen mit, ja, den habe ich so immer mit Shawn Michaels verglichen. Und ich glaube, wenn er in Deutschland wohnen würde, Rob Van Dam, der wäre von dem Legalisierungsgesetz ganz angetan. Bei dem weiß man ja, dass er gerne mal sich eine Auszeit gönnt, ne, beim Herrn Rob Van Dam. AKA Frost 03. Wenn du innerhalb von einer Woche viel Geld brauchen würdest, wie viel Geld könntest du durch Verkauf deiner Sammlung circa bekommen? Oder wie würdest du sonst das Geld auftreiben? Ich glaube, über Geld spricht man nicht, oder? Ja. Aber danke für die Frage. Servus Re, als Wrestling-Fan der 80er, 90er schaue ich aktuell bei Pro7 Max, Join Mediathek, WWE, die Schatzjäger und WWE Legends. Hier die Frage, schaust du die Sendungen auch? Kann ich nur empfehlen. Also wenn du mit diesem Schatzjäger-Dings das meinst, da gibt es glaube ich auch auf YouTube so Folgen. Da habe ich mal gesehen, wie sie irgendwie den alten Umhang vom Undertaker gefunden haben bei irgendjemanden. Oder im die Maske von Kane ist wieder aufgetaucht und ja, das war ganz cool auf jeden Fall. Ja, aber ich habe jetzt nur so zwei oder drei Folgen mir mal reingezogen. FC Mary, Like und Kommentar dagelassen. Dankeschön. Castle Grayskull, Donny Brasco oder Carlitos Way? Donny Brasco. Carlitos Way ist auch sehr, sehr geil, aber everyday Donny Brasco, auf jeden Fall. Andreas Bauer, hi Re, Christopher Speyer. Oh, wenn du dich in drei Worten beschreiben würdest, was wäre deine Wortwahl? Oh, das ist, ich mag das nicht, ne? Eigentlich, aber ich versuch's. Temperamentvoll, loyal, ehrlich. Ich hoffe, das passt so. Hoffe ich doch. Hoffentlich. Gut, auch hier ein paar mehr Fragen, deswegen sorry, dass ich sie überspringen muss. Eine Frage nächstes Mal, please. Jugo 4555 für den Algo. Dankeschön, my man.
Darth Seras, wenn du dich noch erinnern kannst, was war dein allererstes Spiel von jeder Konsole? Mein allererstes Spiel von jeder Konsole? Oh. Boah, keine Ahnung. Also von allen Konsolen kriege ich jetzt eh nicht zusammen, aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht mal an meine PS5 erinnern, was ich da für ein erstes Game hatte. Und das ist meine aktuellste Konsole. Oh, okay. So, Butch. Kyrie, du hast ja oft erzählt, dass du früher viel Inline-Skates gefahren bist. Gibt es davon auch noch Aufnahmen und würdest du dich heute nochmal auf Inline-Skates trauen? Ja, wie gesagt, die Aufnahmen sind leider verschwunden, die gibt's nicht mehr. Klar würde ich mich drauf trauen, aber meine Bestzeit damals werde ich, denke, nie wieder so erreichen. Das geht schon körperlich gar nicht mehr. Ne? Ich war auf dem deutschen Meisterschaftsebene in der Halfpipe. Ich habe noch 2-3 Bilder aber retten können. Ich kram die mal raus und lade die mal hier an dieser Stelle. Wo sind wir hier? 21 Minuten, alles klar. Und ja, mehr habe ich leider nicht. Das ist so schade. Servus 3, kurze Frage. Was ist für dich die beste Videospielverfilmung? Last of Us zählt nicht. Und was ist die schlechteste für dich? Beste, ganz klar, hands down für mich, Silent Hill. Ja? Der erste Teil, Silent Hill. Und das schlechteste, ich weiß nicht, so ziemlich alles, was Uwe Boll anfasst. Ne? Leider. Schade. Und die Resident Evil Filme, die fand ich ehrlich gesagt auch grauenvoll. Mich überhaupt nicht gepackt, so. Überhaupt nicht das Feeling von den Spielen irgendwie. Und genau das ist das, was bei Silent Hill ich so geil finde. Das Feeling, teilweise die Kamerafahrten, original aus den Spielen, mega geil. Ja, eine Frage machen wir noch und dann, sorry an die 3, 4, die ich jetzt nicht mehr schaffe. Okay, cool, scheiß drauf, machen wir schnell. Lieber Ree, wenn du deine Sammlung aufgeben müsstest, egal warum, und dürftest dir 5 Games behalten, welche wäre es dann und warum würdest du sie behalten? Technisch gesehen sind das 5 Fragen, die du mir da gerade stellst. Also ich muss 5 Antworten geben. Oh, Skyrim, Steridan hatten wir ja vorhin schon, Red Dead Redemption 2, Tony Hawk's Pro Skater 2, Trip World. Einfach so, wegen der Erinnerung. Auf jeden Fall. Nicht, weil es das beste Spiel ist oder so. Daniel IH9QP. Hyrie, hast du schon mal richtig viel Geld für ein Retro-Game ausgegeben, von dem du im Vornherein wusstest, dass es großer Mist ist, dass du aber trotzdem unbedingt in der Sammlung haben wolltest? Nein. Never. Niemals. Ich habe nur in der Sammlung, was ich gut finde und nicht nur, weil es irgendwie teuer ist. Also nur, es ist ein schlechtes Spiel, aber warum auch immer teuer, habe ich nicht. Ich glaube, vorhin hat jemand gefragt, ob ich irgendeinen Deal mal bereut habe. Das habe ich, glaube ich, vergessen, sorry. Aber hier die Antwort auf jeden Fall. Ich hatte mal ein loses Hammer and Harry und habe das gegen einen abgeranzten AGS 101 getauscht. Das hat mich sehr geärgert, so im Nachhinein. Aber inzwischen habe ich ja ein Hammer and Harry in OVP. Ich glaube, nur die Anleitung fehlt mir. Yugo4555, er kann Japanisch schreiben, ich aber nicht lesen. Smaragdi, hey, grüße dich. Ich hätte eine Frage. Was hältst du eigentlich von den ganzen aus dem Boden sprießenden Flohmarkt-YouTube-Videos? Ich sehe da eigentlich nur Leute, die um jeden Preis den besten und oftmals fragwürdigsten Deal machen. Mir kommt es auch oft so vor, dass diese Leute die Unwissenheit der Leute ausnutzen. Nicht falsch verstehen, ein gutes Angebot nimmt jeder gerne mit. Aber hier geht es nicht darum, ein tolles Spiel in die Sammlung zu bekommen, sondern dasselbe Spiel oder Konsolen zum dritten Mal zu finden und es dann gewinnbringend zu verkaufen. Ich finde auch teilweise die Art, wie man mit den Verkäufern umgegangen wird, nicht immer sehr freundlich. Bei dir finde ich zum Beispiel sehr löblich, dass du auch sehr oft auf Retromärkte gehst, wo mehr auf Augenhöhe gehandelt wird. Also von all den Sachen will ich jetzt gar nicht so tun, als hätte ich sie nicht auch schon getan. Was ich sagen kann, ist, dass auf Kameras oft anders rüberkommt, als es in Wirklichkeit ist, wenn man Gespräche führt mit einem Händler. Wenn man am Verhandeln ist, dann kommt das manchmal viel böser rüber, als es eigentlich war in dem Moment, weil auf dem Flohmarkt ist es halt einfach so, dass der Ton manchmal halt eben ein bisschen rauer ist. Jetzt kommt drauf an, wie man
gegenüberstehen hat. Und das ist aber nicht böse gemeint und beide Seiten wissen das auch und so, ne? Es ist halt, manchmal wird halt hart und direkt verhandelt und dann kann das manchmal ernster klingen, als es ist und halt völlig falsch rüberkommen. Ja, jemanden die Unwissenheit ausnutzen, das ist auch so eine Sache. Ich kann mich noch an ein Video erinnern, da habe ich, war eine Familie, die kamen gerade, haben eine Sporttasche ausgepackt mit einem Haufen SNES-Spielen, eine Konsole drin und ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube, der Vater hat gesagt, die wollen 25 Euro dafür und ich habe ihn nur auf 20 Euro runtergehandelt. Gab zu Recht einen kleinen Shitstorm dafür. Das war aber, ja, es war vor so ziemlich am Anfang der ganzen Geschichte hier, also vor 8, 9 Jahren. Da stand ich im Leben einfach auch nicht so gut da wie jetzt finanziell und 5 Euro war für mich jetzt trotzdem 5 Euro, ne? Also heute würde ich das nicht mehr machen, wenn der mir das hinstellt und sagt 25 Euro und ich weiß, das sind 300 Euro, die da liegen, dann sage ich nicht so, hey, können wir noch 5 Euro machen? Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Aber damals, ne, wie gesagt, was dann die Leute auch immer wieder nicht sehen, ist, dass auf wie viel Flohmärkten, wie viel Sprit man verballert, wie viel Zeit man investiert und dann ist das so ein Deal. Und ich habe es auch irgendwie damals auch für die Kamera gemacht. So, oh, Karl, schaut mal, ich habe immer noch, er wollte 25 und ich habe ihm immer noch 5 Euro runtergehandelt. Ich hatte da eine ganz andere Mentalität vor ein paar Jahren. Ich bin, denke ich, mit der Zeit ein bisschen erwachsener geworden. Ich handle auch lang nicht mehr so hart und viel wie früher. Also wenn jemand jetzt sagt, wenn jetzt jemand ein Spiel hat, er will 15 Euro dafür und ich weiß, ist es 40 Euro wert, dann mache ich nicht lang rum, dann gebe ich ihm die 15 Euro oder vielleicht sage ich so, hey, können wir auch 13 machen oder irgendwie so, aber ich würde dann niemals so wie früher so, ja, ich wäre da eher bei 5, können wir 5 machen, damit ich ihn hoffentlich ja auf 10 Euro runterkriege. Also die Zeiten, die sind bei mir definitiv vorbei. Ich gehe auch nicht mehr so oft auf Flohmärkten wie früher. Früher war ich ja wirklich Samstag und Sonntag auf allen Flohmärkten, die wir hatten. Jetzt gehe ich noch auf ein, vielleicht 2 sonntags, ja. Und das war's und mehr mache ich nicht. Und wie gesagt, und was das Ausnutzen der Leute, ja, es ist irgendwo uncool, ganz, ganz klar. Ich verstehe die Leute, die da irgendwie sagen, man würde die Leute da ihre Unwissenheit ausnutzen, aber auf der anderen Seite ist es noch nie so einfach gewesen heutzutage, und die meisten machen es ja auch, im Internet nachzuschauen, was habe ich da, was ist es wert, ja. Und ganz klar, bei Kindern, ganz klar, Kinder, da macht man auf jeden Fall, da handelt man nicht rum. Und da habe ich auch schon so oft Sachen liegen lassen, weil es zu teuer war. Und ich, nee, also wie gesagt, bei Kindern auf gar keinen Fall. Und ja, bei älteren Menschen ist auch so eine Sache. Ich habe zum Glück nicht so oft den Fall mit älteren Menschen, die dann irgendwas haben. An einen Fall kann ich mich erinnern. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das war. Ich glaube, auf irgendeiner Börsenfolge, da war ich vorher noch auf dem Flohmarkt mit dem Hose damals und haben wir bei einer älteren Dame, die hat dann einen Mega Drive gehabt mit einem Haufen Spielen drin und ein, zwei wertvollere Spiele. Ich weiß nicht mehr genau, was wir bezahlt haben, aber es war nicht das, definitiv nicht das, was es wert war. Und ja, da war ich mir auch so ein bisschen im Nachhinein so, vielleicht hätten wir ein bisschen mehr geben können, aber wie gesagt, was das Verkaufen angeht, ich tausche eher, wenn ich was finde, ich tausche eher. Ihr habt ja die letzten Flohmarktfolgen, ist euch bestimmt aufgefallen, wie viel ich liegen lasse. Ich nehme nicht alles mit, ja. Ich nehme wirklich in erster Linie, was ich für meine Sammlung brauche, wenn ich was finde, wo sich's wirklich lohnt, ja, wo es ein bisschen was Teureres ist, ich es aber nicht für die Sammlung brauche, dann nehme ich es mit und versuche es dann in erster Linie erstmal zu vertauschen. Oder was ich auch gerne mache, ist, wenn ich ein paar Sachen zusammen habe, dann biete ich es dem Vincent an in der Nerdzentrale und kriegt da auch natürlich nicht Top-Dollar, weil er muss das ja weiterverkaufen. Und dann hole ich mir beim Vincent Store-Credit und hole mir dafür wieder was aus seinem Laden, ne? Und dieses ganze Verkaufen auf Kleinanzeigen, pipapo, da bin ich viel zu faul für. Ganz ehrlich, ich habe die Zeit nicht für sowas und einpacken und verschicken und... Wow,
Ich hab ganz vergessen, dass meine Kamera nur eine halbe Stunde macht. Krass, ich habe nicht drauf geachtet. Okay, gut, das soll's gewesen sein heute. Danke nochmal an alle eure Fragen. Und wie gesagt, schreibt eure Fragen für nächste Woche unten in die Kommis. Und dann schauen wir weiter. Und ja, mir macht das bis jetzt sehr viel Spaß, dieses Format. Ich hoffe, euch auch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Stay safe, passt auf euch auf. Euer Ree.